So, willkommen zurück zu Divinity Original Sin. Und ja, wir stehen hier draußen. Wir waren ja vorher stehen geblieben da drin irgendwie und haben versucht, das Rätsel zu lösen. Das müssen wir im Endeffekt gar nicht. Es ist, wie ich gesagt habe, optional dabei zu treten. Wir können das natürlich machen. Die richtige Lösung zum Beitritt, die ganzen Fragen finden wir dann, wenn wir das andere Buch finden, wo der restliche Teil drin ist, das irgendwo versteckt ist. Wir müssen aber in die Mine und das ist relativ anders und hat nichts damit zu tun, dass wir den Marklosen beitreten müssen. Wir müssen, um in die Mine zu kommen, erstmal einen Auftrag erhalten, um in die Mine eigentlich gehen zu müssen. Denke ich mir mal ganz stark. Daher gehen wir doch gleich mal zu den Minenarbeitern und fragen dort mal ein paar Leute. Vielleicht haben die da ja ein bisschen Informationen über Aufgaben, mit der wir in die Mine kommen. Vielleicht auch ein Tipp. Was haben denn hier alles so viele Leute? Minenarbeiter? Das sind so Leute, die haben spezielle Namen. Ich glaube, die sollte man mal ansprechen. Die auch. Wir fangen mal draußen an. Gucken wir mal, die heißen Minenarbeiter, die sind uninteressant, aber Ramon. Ramon, was geht ab? Du hast Gold, Ramon, und sehr viel. Daher werde ich dir jetzt ein bisschen was abnehmen. Das ist mehr wert als unser Gold. Allerdings, das ist ja lustig. So, Ramon. Wie wär's, wenn du uns dann mal hierfür ein wenig was gibst? Wo das letzte Wäsche, lassen wir mal, ne? Wir haben ja auch in der letzten Aufnahmesession ja mitbekommen. War das letzte? Das müsste auch in der letzten gewesen sein. Haben wir ja mitbekommen, dass es da ja auch um einen Zauberer ging, der in der Tat sehr nach Zandalor klang. Und vielleicht ist er das ja. Und vielleicht werden wir den auch treffen. Ich hoffe dann mal stark drauf. Ich würde den ja schon treffen, den Zandalor. Ach ne, so viel hat er jetzt auch wiederum nicht. Schade. Dann machen wir das doch. Nee. Machen wir das so. Sorry. So meine ich das. Ich nehme euer Angebot an. So, ihr müsst am falschen Ort sein. Der Miss Rivellon-Wettbewerb ist dort drüben. Und wer seid ihr? Ich bin... Ramon. Heißt der wirklich... Nee, der heißt nur Ramon mit einem R. Das ist... Entweder ist es ein Rechtschreibfehler oder ist es so gewollt. Ich bin vielleicht kein Djinn, aber reibt mich an der richtigen Stelle und ich mache eure Träume wahr. Was würde mich ein paar schöne Stunden mit euch kosten? Selbst wahre Liebe hat ihren Preis. Mein enges
Gesichtchen. Glücklicherweise beträgt der Preis für euch nur 250 Goldmünzen. Werde ich das mal machen? Ich weiß nicht, es klingt irgendwie falsch gegenüber unserem anderen Charakter. Dennoch vielen Dank. In Ordnung. Brecht mir das Herz. Zumindest konnte ich in den Himmel und komme ich in den Himmel und sehe euch dort. Aha. Darf ich euch einige Fragen stellen? Keine Fragen. Bitte. Ramon grübelt nicht und er denkt nicht nach. Er lebt nur. Ich bin immer weg. Bye. Bye. Ramon ist doof. Ich mag ihn nicht. Rubin, schaut euch an, Schätzchen. Ich könnte euch auf ein Abenteuer mitnehmen, das wir beide nicht so schnell vergessen werden. Das klingt so falsch, das ist so unglaublich. Erzählt mir mehr von dir. Oh, Schätzchen, diese Geschichte ist für ein anderes Mal, nicht wahr? Apropos, unsere hat dort noch kaum begonnen. Was sagt ihr dazu, wenn wir uns oben etwas besser kennenlernen? Ich habe alles mögliche Details mit euch, alle möglichen Details mit euch zu teilen. Du weißt aber schon, dass das eine Frau ist, mit der du redest. Also habt ihr ein Schlafzimmer bereitstehen? Das tue ich tatsächlich. Ich bin ganz scharf drauf, euch an Orte zu bringen, von denen ich bisher nur geträumt habe, Schätzchen. Was sind denn schlappe 250 Gold zwischen allen Abenteuern wie euch und eine prima Geschichte, die ich euch bereithalte? Das ist so falsch, das ist unglaublich. Also, nicht nur nicht jetzt, sondern gar nicht. Oh, kommt jetzt, Schätzchen. Ich verspreche euch, dass ich euch auf eine Spritztour nehme, die so wild sein wird, dass ihr noch mehr betten werdet. Das garantiere ich euch. Kann ich euch einige Fragen stellen? Geht voraus, Schätzchen. Was haltet ihr vom Silbertal? Schätzchen, oh, das nervt so ein bisschen. Ich erkenne diesen Ort kaum wieder. Es hat sich alles verändert, seitdem diese bescheuerten Makellosen zum Trend wurden. Die Minenarbeiter, sie ließen ihr letztes Geld für nur einen Blick von mir springen. Aber jetzt beten sie lieber, dass sie spielen. Nee, beten sie lieber, als sie spielen. Ich verstehe es einfach nicht. Was denkt ihr über die Makellosen? Pah, sie stehen nur herum und preisen den ganzen Tag die sogenannte Göttin. Ich habe keine Ahnung, wer sie ist, aber anscheinend gefällt es ihr, wenn man sie mit Blut vollspritzt. Ich habe mal ein Mädchen gekannt, das so auf ein Zeug abgefahren ist. Ihre Kunden haben sie auch Göttin und Meisterin genannt, aber an ihr war sehr wenig Göttliches. Das war dann wahrscheinlich die Mittlerin. Ich bin immer weg. Bye. Bye. Ja, also ich meine, das mit ihm klingt noch ziemlich logisch. Aber mit ihr doch nicht. Es ist so falsch. Achso, das war die von da. Oh. Kann ich da eben rein dann auch? Geh da mal rein, da. Steht denn da auf dem Schild? Die Picken-Taverne. Das Bordell ist oben, alles klar. Dann wissen wir schon mal, das ist Bordell, obwohl mir das sowas von klar war. Ach so, kommen wir da rein. Alles klar. Nee, ich will gar nicht ins Bordell gehen. Da habe ich keine Lust drauf. Gab ja schon Madame Eva im in Divinity 2, das hat mir da schon ein bisschen gereicht. Windmeer. Sind die alle so komisch? Wo der Wind weht, atmen die Göttin. Wo die Flüsse fließen, weint die Göttin. Wie kann ich zwischen euch und unserer ewigen Göttin eine Verbindung herstellen, mein Freund? Erstmal, indem du mir ein bisschen Geld gibst.
Aber und doch nicht. Wow, die hat aber hier schöne. Nee, ich kaufe dir lieber was ab. Ich mag es, dir Gold abzukaufen. Dir deine Schriftrollen abzukaufen. Und ein bisschen möchte ich davon auch wieder haben. Bitteschön. Achso, ich habe das Geld bekommen. Ich hoffe das zumindest. Bye. Hä? Back again. Bye. Back again. Bye. Back again. Bye. Ist auch gar nicht am Nerven. Das war's schon. Okay. Greetings. Göttin zum Gruße, Freund. Ihre Größe brachte uns Feuer in Größe. Ihre Größe brachte uns Erde und eine. Und meine Klugheit bringt euch Zauber zum besten Preis in der Stadt. Kommt, macht euer bestes Angebot. Achso, das ist ein Händler, das ist ein extra Händler. Das ist gar nicht schlecht. Wow. Vor allen Dingen, die haben Wiederbelebungsschriftrollen. Das wird uns aber schön teuer hier was kosten. Wir schon 15 Wiederbelebungsschriftrollen. Nice. Damit können wir 15 mal sterben. Oder aber Madara kann 15 mal sterben. Das ist, die Fähigkeit nicht erlernt. Ihr besitzt diese Fähigkeitsbereich. Ist aber cool, dass, das angezeigt wird. Fähigkeit des Feuerschilds. Das Reinigen des Feuers. Hilft Verbrennung eingefunden. Ständerung, Keilung, Schilde. Achso, das ist natürlich auch nicht unbedingt schlecht. Macht ein Ziel gegen Einfrierung immun. Das sind alles so Zauber, die sind so Statuseffekt-Aufhebung oder Sachen. Das. Sowas benutze ich ja im Allgemeinen nicht so gerne. Und eine prozentige Wahrscheinlichkeit, Vollrausch zu verursachen. Aber geil, ich glaube, das will ich mal so. Ich mag das ja immer so, wenn man in Spielen auch besoffen werden kann. Mist, das ist ein bisschen viel, was ich da hingesteckt habe. Ich will so gut wie möglich alles zurückhaben. Ende? Jetzt will ich mal gucken. Wo hat denn jetzt das Bier? Da. Oh ja, das ist geil. Da voll diesen. Ach, das war schon mit dem Effekt. Das ist ja öde. Dachte, dann hat man jetzt auch richtig so dieses schön verschwommenen Effekt. Aber den hat man hier wohl nicht. Aber. Hä? Moment. Warum zum Teufel hat sie keine Rüstung an? Ist das so gewollt? Jetzt bin ich aber. Ach, das hat wahrscheinlich irgendwie irgendwelche Statuswerte runtergesetzt. Na toll. Jetzt weiß ich jetzt nicht, welche Rüstung. Na, ganz toll.
Ihre Rüstung hatte sie nochmal an die hier?